Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf dem Kanal zu einer neuen Map-Vorstellung. Ja, diesmal geht es hier um die, The Forgotten Isles. genau, oder zu Deutsch die vergessenen Inseln. Ja, die Karte ist im Mod-Hub erschienen und da gucken wir mal kurz rein. Ja, die Karte ist auf jeden Fall fiktiv. Man findet hier mehrere große Inseln mit vielen weiteren kleineren Inseln, die einen umgeben. Alle sind durch eine einspurige Schotterstraße miteinander verbunden. So, im Anfängermodus beginnt man auf einer großen zentralen Insel mit einer kleinen Rinderfarm. Okay. Gut, Forstwirtschaft, kann man hier auch machen. Es gibt weitere Inseln, auf denen du deine eigene Farm von Grund auf aufbauen kannst. So, Berge haben wir hier scheinbar auch. Da gibt es einige Waldgebiete und eine verlassene Monster-Truck-Rennstrecke. Okay. So, kleine oder mittlere Ausrüstung wird für diese Karte empfohlen. Klingt doch schon mal spannend. Was haben wir denn? 30 Felder, klein bis mittel. 5 Waldgebiete, eine BGA. Steinminengebiet, Kleinstadt, nur im Stadtgebiet wenig Verkehr, okay. Verkaufspunkte für DLC-Container, genau. Die Karte ist nämlich Platinum Expansion Ready. Also sehr nice. Ich habe es bei mir jetzt bei der Vorstellung nicht aktiviert. Deswegen schauen wir mal, ob wir dadurch irgendwelche Fehler haben. Ich denke aber mal nicht. So, wir haben Sammlerstücke, über 30 verschiedene platzierbare Dekorationen, hauptsächlich Basisspielproduktionen, individuelle Bäckerei und Getreidefabrik. Okay, erfordert zusätzliche Produkte. Silo für Großfarmen. Keine Kalkstation auf der Karte. Okay, es gibt drei Großverkaufsstationen, die Kalk verkaufen. Alles klar. Maßgeschneiderte Gewächshäuser, Dünger und mehr erforderlich. Okay, ich würde sagen, wir sind gespannt und schauen uns das Ganze an. Los geht's. Ja, so, und okay, ich würde mal sagen, Startfahrzeuge haben wir auf jeden Fall. Und der hier wurde, glaube ich, schon. Ja, ein bisschen benutzt. Und wenn ich mir das hier so angucke, da hinten sehe ich eine Brücke. Das heißt, ich weiß auf jeden Fall mal, welche Karte hier als Grundanlage gedient hat. Ich weiß nicht, das schaut doch hier aus wie so ein Postkartenmotiv. Oder was meint ihr? Genial. So, hier wurde auch irgendwas versenkt. Was ist hiermit? Okay. Nice, nice, nice. So, hier, was haben wir noch? Aha. Keep out of water, okay. Gut, wir laufen mal kurz ein wenig hier hoch. So, hier laufen auf jeden Fall schon mal Fußgänger rum. Da vorne fahren PKWs. Tankstelle. Oh. So, mal den ersten Eindruck. Da vorne sehe ich den Tierhändler. Da stehen auch Fahrzeuge. Deswegen, ich würde sagen, wir machen erstmal den Fahrzeugcheck. Okay, da haben wir auf jeden Fall einiges im Angebot. So, verschiedene Traktoren. Große wie kleine. So, LKW. Mähdrescher. Natürlich passendes Schneidwerk dazu. Ein Teleskoplader. Den sehen wir auch nicht so oft. Gabelstapler. Ja, unser ungeliebtes Vehikel. So, dann haben wir hier verschiedene Trailer und Anhänger. Tiefenlockerer, okay.
Sämaschine, Düngerstreuer, Güllefass. Dann haben wir hier ein Mähwerk. Passend dazu noch den Wender und einen Schwader. Und mal nicht der kleine Ladewagen. Ich feiere das gerade. Ich stehe auf diesen Strautmann. So, dann haben wir hier noch einen Futtermischer. Und so ein Transportfass. Natürlich hier Frontlader, Anbaugeräte. Und wir haben sogar ein Tieflager. WTF. Nice. Gut. Dann würde ich sagen, wir springen mal irgendwo hin. In der Hoffnung, dass wir hier einen Hof finden. Jawohl. Sehr nice. Unterstellmöglichkeiten. Farmhaus. Noch eine Halle. Okay, also die Fahrzeuge hier, ne? Die wurden schon richtig durchge... Naja, ich sag's mal nicht. Gebraucht. Das gucken wir uns gleich auch mal an. So, aber ihr macht es euch mal bequem. Und ich mache hier mal kurz einen Abflug, weil das will ich mir von oben angucken. Okay, der Hof ist wirklich süß. Nice. So, da sehen wir auf jeden Fall dann die Straßen oder die Wege, die dann halt hier so durchs Wasser gehen. Da haben wir einen Hafen. Da haben wir ein bisschen Stadt da hinten. Okay, das gucken wir uns auf jeden Fall mal genauer an. So, das Baumenü, das ist wichtig. So, okay, wir können auf jeden Fall munter abreißen. So, aber gut, die Umrandungen gehen nicht. Die Zäune. Schade. Dann gucken wir mal weiter. So, Standard und wie angesprochen hier das angepasste Silo. Hier haben wir nochmal Wassertank, Treibstofftank, Frachtcontainerwerkstatt, okay. Bäckereifabrik Zusatzprodukt. Extraprodukt der Getreidefabrik, alles klar. So, hier haben wir angepasste Gewächshäuser. Angeheuerter Fischer, okay. Produziert Elektrizität. Okay. Witzig. So, gut. Die Tiere, das sieht mir nach Standard aus. Jawohl. So, Deko, jo, ist auch Standard. Aber hier. Da haben wir auf jeden Fall noch einige Sachen on top. Das finde ich nice. Gut, und jetzt gucken wir mal auf die Bodentexturen. Ja, auch das kann sich sehen lassen. Okay, da haben wir hier auch reichlich noch on top. Und hier bei dem Kleinkram, ja gut, da haben wir jetzt nicht so viel. Macht aber, glaube ich, den Kohl nicht wirklich fett. Eine Sache habe ich jetzt gerade noch gesehen. Ja, der Boden hier, der wirkt für mich ziemlich einheitlich. Man könnte fast sagen, klinisch sauber. Aber wir haben hier eine, hehe, einen Kercher. Ja gut, bei den dreckigen Fahrzeugen ist das, glaube ich, auch bitter nötig. Gut, dann ist es, glaube ich, jetzt mal an der Zeit,
uns die Übersichtskarte anzugucken. Und so sieht das Ganze hier mal aus. Okay, wir haben, was haben wir hier? Monster Truck Part Sternchen. Ah, da unten. Alles klar. Stone Mine Road. Okay. Bridges. Das sind die. Also, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Water Crossing. Das ist da. Ah, das sind die Sachen, wo es dann so ein bisschen durchs leichte Wasser geht, wahrscheinlich. Steep Terrain. Aha. Dirt Roads, alles okay, das sind diese ganz normalen Pisten. Und die Hauptstraßen. Ah, okay, das ist dann Asphalt oder sowas. Okay, also so auf den Blick ist das mal was komplett anderes, würde ich behaupten. Was jetzt nicht so alltäglich ist. Deswegen lassen wir uns jetzt mal überraschen, was denn hier so alles ja, verbaut ist und was uns der Spaß kostet. Als neuer Farmer habt ihr auf jeden Fall, wie beschrieben, hier diesen Hofbereich und auch die paar Felder da rundherum oder Wiese, was das war. Dann gibt es hier noch weitere Parzellen. Ja, die sind natürlich dann auch schon ein bisschen vom Preis höher. Aber es gibt auch hier so kleine Bereiche für den schmalen Geldbeutel. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Gut, gehen wir mal durchs Menü. Wir haben hier komplett Standardfrucht verbaut. So, dann haben wir hier komplett auch da Standardgüter. So, und jetzt will ich mal gucken. Ja, also man sieht hier die Fahrzeuge. Da wurde schon ein bisschen was ordentlich benutzt. Halleluja. So, Tiere. Den Kuhstall, den haben wir am Hof, wenn ich das richtig gesehen habe. Haben wir den am Hof? Moment, hier muss ich mich mal kurz orientieren. Kuhstall. Ah ja, okay, der war mit hier an der Seite. Ja, genau, das heißt, der gehört uns schon. Dann habe ich das nämlich richtig gesehen, nur war der ein bisschen ausgelagert. Ja, wie sieht's aus mit Feldmissionen? Okay, gibt es, bringt auch gut Geld. Und wir haben Gewächshäuser, die uns auch schon mal ein bisschen Geld bringen können. Sehr schön. Gut. Aber die Gewächshäuser sind nicht hier. Dann kaufen wir doch mal alle Farmlands. Und jetzt können wir loslegen. Komm, wir fangen mal hier oben an, weil das ist die Stadt. Und zwar hier draußen am Hafen würde ich es mal nennen. So. Hier haben wir den Gesteinsbrecher versteckt. Und auch das Heizkraftwerk, hätte ich beinahe gesagt. Ja, mal eine etwas andere Nutzung, als man es vermuten lassen würde. Gut, dann haben wir hier als nächstes zu meiner Rechten einen Verkaufspunkt. Den Supermarkt. Dann gibt es noch eine
Treckerbekleidung, alles klar. Okay, auch Verkaufspunkt. Tankstelle haben wir eben gerade schon gesehen. So, hier Vorsicht vor dem Verkehr. So, dann haben wir hier den Händler. So, Schüttgutstation, alles klar. Ladestation und die Spinnerei. Okay, da ist auch relativ viel Platz. Gut, was fällt mir auf? Gut, das ist Asphalt. Aber so ein paar Spuren, Fahrspuren oder sowas, die könnte man hier definitiv vielleicht noch ein bisschen ergänzen. So, da gibt es hier eine Beladerampe. So, hier steht eine jede Menge Deko rum. So, was haben wir hier? Den Tierhändler, alles klar. Dann ist hier hinten die Karte zu Ende, nehme ich an, ja. Sehr schön. Road closed, sehr schön. Do not enter, wrong way. Road closed. Okay, also wie viele Hinweise willst du noch? Ja. Sehr geil. Ich feiere das hier gerade. Okay, da steht noch ein Silo. Sehr nice. Gut, ich würde sagen, wir folgen jetzt mal hier der Strecke bis hier in die Ecke. Das reimt sich sogar. Aha, was haben wir hier? Hügel. Ah ja. Als ob ich das nicht merken würde. Heieieiei. So, leicht schräge Fahrbahn. Bisschen uneben. Okay. Die Bäume schön an die Seite gesetzt, dass man hier auch mit etwas höheren Maschinen durchkommen würde. Aber interessanter Blick. Irgendwie hat das was. So. Dann kommen wir hier auch schon an. Und ich glaube, das könnte mal wieder ein bisschen längere Vorstellung werden. So, die Traubenverarbeitung haben wir. Hotelverkauf. Brennholzverkauf im Hotel. Ölmühle. Okay. So, was haben wir hier? Okay, hier wird auf jeden Fall versucht, mit mehreren Texturen zu arbeiten. Dafür ist es hier wieder relativ clean. Und Deko sehe ich auch nicht. Okay. Das Hotel, das kennen wir auch. Aber ich denke mal, das ist hier definitiv gut in Szene gesetzt worden. Gut, die Felsen, das ist halt so mit der Textur so eine Sache. Aber passt auf optisch auf jeden Fall dahin. So, aber der hier, gut, der wirkt, glaube ich, ein bisschen fehl am Platz. Aber gut, vielleicht hat sich der Mapper auch was dabei gedacht, man weiß es nicht. Lassen wir uns überraschen. So, was haben wir hier? Aha, okay. Das war der Brennholzverkauf. Holz hin, verkaufen, los geht's. Ja, dann, wenn wir jetzt wir eben raufgefahren sind, dann fahren wir hier auch wieder runter. Alter Schwede, hier Serpentinen. Oder brauchst du definitiv ein paar PS, hätte ich gesagt.
So, zur Linken, man sieht hier Kartenende, Kollision. Aber vielleicht hätte man hier noch ein bisschen was hinmachen können, dass es ein bisschen. Ja, so ein paar Dekobäume hier, dass es nicht ganz so kahl ist. Aber gut, das ist ja nur ein i-Tüpfelchen. So, was haben wir hier? Aha. Zelte, Zeltplatz, was soll das sein? So, hier geht's dann so ein bisschen so eine Forststraße lang. Ich hätte jetzt beinahe gesagt, hier so ein bisschen durch den Sumpf. Denn so sumpfig, wie die Straße hier aussieht, könnte man das glatt denken. So, dann hier lang. Eieiei. Was haben wir denn? Bäckerei und Extraprodukt der Getreidefabrik. Okay. Das sieht mir jetzt, ja, wie hingestellt und nicht abgeholt aus. Ich glaube, da könnte man noch ein bisschen mehr rausholen hier aus diesem Gebiet. Aber gut. Schauen wir mal, was da vielleicht noch an Updates kommt. Wir dürfen gespannt sein. So, da haben wir ein paar Autos stehen, bisschen Deko. Das Terrain angleichen, das ist immer Fingerspitzengefühl, ich kenne das. Aber gut, vielleicht kann man da nochmal nachjustieren. So, hier steht so ein abgerockter Mähdrescher, hätte ich beinahe gesagt. So, das ist die Mühle auf jeden Fall. Was haben wir hier sonst noch auf der Insel? Wassertank, BGA, Molkerei und da oben noch ein Wassertank. Okay, das heißt, da wird Wasser einfach direkt mal aus dem Fluss gepumpt. Okay, hier gibt es Freiflächen, hätte ich mal gesagt. Hier kann man auf jeden Fall selber noch was bauen oder platzieren. So, hier kriegst du Wasser. Okay. Da bin ich mal auf die BGA gespannt. So, zwei große Silos. So, hier wurde mit unterschiedlichen Texturen gearbeitet. So, hier liegt so ein bisschen Krimskram rum. So, ein paar PKWs, ja. Und, das habe ich eben schon gesehen, eine kleine Waage. Immerhin, besser wie gar nichts. Sehr nice. So, kann man das auch machen oder ist das. Doch, es geht. Ah, sehr cool. Ich bin begeistert. So, hier haben wir nochmal eine Brücke. Jetzt dürfen wir hier nur nicht Orientierung verlieren. Da waren wir schon. Dann gucken wir da nochmal kurz rüber, wo der Tierstall ist. Gut, so kann man es auch machen. So. So, hier das Wasser fast gleich praktisch daneben getankt, damit man auch ja weiß, wo man hin muss. Gülle ist auch klar. Kuhstall, Mist. Ballen- und Palettenlager, okay. So, dann haben wir hier
Sammlerstück auf jeden Fall. Füllstand Häckselgut, alles klar, Silo. Ah, hier sind die Gewächshäuser. Jo, klein, aber fein. Sollte reichen. So, okay, hier haben wir jetzt ein bisschen Wasser. Und hier drüben sehe ich auch schon wieder was. Wer oder was bist du? Hier ist auf jeden Fall schon mal ein Holz. So, Holz- und Containerverkauf. Schüttgut. Sägewerk. Jawohl. Und die Schreinerei ist ja auch in diesem Waldgebiet versteckt. Sehr schön. So, gibt es hier sogar eine Waage? Hier diese ganzen Forststraßen. Gut, das steht halt ja auch hier wie hingestellt und nicht abgeholt. Lässt sich bestimmt auch noch ein bisschen was draus machen. So, jetzt gucken wir mal hier lang. Was haben wir da noch? Da, ah ja, ganz hinten, da gibt es wieder Wasser. Okay, das zeige ich jetzt nicht extra. Wollen wir schnell schauen, ob das hier Wiesen sind. Das könnte Wiese sein zum Abmähen. Okay, hier habt ihr auch wieder einen Bauplatz für irgendwas. Ein paar Felder. Also man kann echt nichts dagegen sagen. Das ist witzig, witzig gemacht. So, auch hier. Jetzt haben wir zwei Wege. Einmal hierhin und einmal nach da oben. Das heißt, wir machen erstmal hier diese witzige Strecke lang. Also hier musst du auch fahren können, weil einmal nicht aufgepasst, liegst du da irgendwo schon da unten. Uiuiui, okay, wir nehmen die Abkürzung. Okay, und hier ist diese versteckte, ja, Cross-Strecke. Steht da irgendwas drauf? Okay, ich habe hier irgendwas gelesen, dass man hier noch irgendwo Bäume entfernen muss. Wahrscheinlich sowas hier. Aha, hier sind auch noch ein paar Bäume zwischendrin. Werkstatt, Tankstelle. Do not enter, okay. Umgestürzte Bäume. Ah, okay, die kriegst du wahrscheinlich auch weggesägt. Jo. Ist auch irgendwie ein witziges Gimmick. Müsste man mal gucken, mit was man da hier ordentliche Längs düsen kann. Wahrscheinlich mit dem Pickup oder irgendwas. So, dann haben wir hier oben auf jeden Fall mal eine große Kirche. Mal nicht die Kirche im Dorf, aber im Anführungszeichen im Wald oder auf dem Berg. So, hier wird auch gezeltet. Fahrzeuge davor. Okay. Hat auch irgendwas. Gut, und dann haben wir hier unten noch diesen Steinbruch, wenn ich das richtig verstanden habe.
Okay. Ah, ich habe was gefunden. Okay, und hier könnt ihr dann entsprechend abbauen, alles klar. Okay, ihr habt da verschiedene Sachen. So, und ich glaube, dass wir dann eigentlich soweit einmal alles durchhaben. Jo, fehlt uns am Ende wirklich nur noch mal der Blick hier auf die Lok. Dürfte aber rein theoretisch nichts auftauchen. Das sieht echt gut aus. Nice. Ja, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ihr euch die Karte schon mal angeschaut habt. Habt ihr sie vielleicht schon mal ausprobiert? Wie gefällt sie euch? Und ja, mich darf ich hier an dieser Stelle dann wieder verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder. Aktiviert dafür doch gerne einfach die Glocke, lasst ein Abo da und empfehlt uns gerne weiter. In diesem Sinne, ich bin raus und sage ciao, ciao.